Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu Metro Last Light und wir begeben uns jetzt hier weiter durch diese Quarantänezone. Da vorne warten auch viele Leute, ich weiß nicht was da ist. Hier ist es nicht sicher, Kevin. Was ist hier los? Ich darf durch. Ach, so lieb. Dankeschön. Guck mal, Sam Fischer. Krass. Warum darf ich durch? Seltsam. Und wir scheinen jetzt wieder alleine zu. Oh. Ich glaube, ich gehe lieber. Weg hier. Tja, und schon sind wir wieder alleine. Und dürfen uns wieder vermutlich durch irgendwelche Gegnermassen durchballern. Oder schleichen. Wer weiß. Schleichen ist ja leider nicht immer möglich. Das ist aber ganz schön hier. Eieiei. Das sieht aus wie so ein bisschen Slums, ne? Weitergehen, du kannst hier nicht bleiben. Warum nicht? Ich will aber hier mein Lager aufstellen. Oh. Pilze! Pilze gibt's hier! Das ist ja sehr interessant. Total die Pilzzucht. Ich bin hier. Ja, komm gleich. Und das ganze Graszeug. Eieiei. Auf dem Stoff hier. Ich bin sehr, sehr froh zu hören, dass es dir, Artyom, danach gut geht. Wir können es uns zurzeit nicht leisten, krank zu sein. Der Schwarze, nach dem wir suchen, könnte wirklich der Letzte sein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Gehen wir. Aber ich muss zurück, um ihr Insulin zu holen. Sonst wird sie sterben. Sie können hier welches kaufen. Ich kann sie nicht gehen lassen. Die Flüchtlinge hatten viel Glück, weil Tomlins Ranger hier waren. Korbuts Männer haben ganz klar nicht erwartet, auf den Gegenschuss zu treffen. Tja, Janse konnte die Station nicht ohne Hilfe beschützen, aber sie bieten immerhin Unterschlupf für die Flüchtlinge. Ich dachte, du wärst schlau genug, etwas mitzunehmen. Tut mir leid. Ohne Erlaubnis geht das nicht. Da ist unser Mann. Lassen Sie den durch, er hat eine Erlaubnis. Ich denke, du solltest dich mit Filtern und Munition ausstatten, Artyom. Danach werden wir nicht allzu bald noch einmal solch eine Chance bekommen. Das ist gut. Wir hatten echt Glück, dass die Ranger hier waren. Warum haben die überhaupt gekämpft? Aber Filter kann man bestimmt hier nicht kaufen. Nur das, was wir jetzt hier aufgesammelt haben, schätze ich mal. Aber ich gehe trotzdem mal hier reingucken, mal sehen, was er so Schönes hat. Ich habe großartige Waffe. Komm schon, schau mal. Ich wette, in Sparta gibt's die nicht. Das ist ja die Waffe, da werden wir uns was mitnehmen. Ich gebe dir auch einen Rabatt. Okay, das reicht aber auch erstmal. Was haben wir dann hier so? Den üblichen Scheiß. Die Messer sind auch noch genug da. Okay. Das ist ihr Job. Die Police Ranger haben so. Gibt's bei dir was anderes? Ach, hier gibt's Waffen oder wie? Können wir vielleicht die austauschen? Die ist mir langsam zuwider. Was krieg ich denn dafür? 24 nur. Und austauschen
Alter, geil. Eine tolle Waffe, in perfektem Zustand. Was kostet die? Wertvoll. 815, nee, das kann ich mir natürlich nicht leisten. Und 65 und 35 kostet die? Die beste Wahl für die Tunnels, Ranger. Viel Glück beim Handeln, Ranger. Schade. Wenn es eine Epidemie gibt, gefährliche Mutanten, irgendwas, dann schickt die Polis die Spartaner, um die Situation zu klären. Und weshalb dieses Mal? Die kamen wegen der Epidemie. Oh Mann. Aber wir kamen bereits Quarantäne. Hey, Ranger, wie wäre es mit etwas Munition? Also kamen sie uns geholfen, aber die Rote nicht zu tun. Artyom, beachte die Gelder, die die Hanse für diese Quarantäne ausgibt. Und im Allgemeinen sind die sehr zurückhaltend mit ihrem Geld. Vielleicht wollen die bei den Verhandlungen in der Polis einen zusätzlichen Trumpf ausspielen. Viel Glück in den Tunnels, Ranger. Dankeschön. Das werde ich vielleicht brauchen. Bei den vielen Gegnern. Zu einem anderen Zeitpunkt. An einem anderen Ort hätte sich alles geändert. Doch es gibt nur das Jetzt. Und nur die Metro für uns. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Ich muss mich beeilen und den Schwarzen einholen. Anna muss ihrem Vater sagen, was Korbut und Mosquin machen. Alles andere ist ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Wohl wahr, wohl wahr. Oh. Bald werden sich die Anführer von Hanse, Roter Linie und Reich in der Polis treffen. Sie erhoffen sich eine friedliche Lösung bezüglich B6. Aber ich kenne die Natur des Menschen nur zu gut, Artyom. Der Krieg ist ebenso gewiss wie der Einbruch der Nacht. Es sei denn, ein guter Unterschied. Bräuchte man eine neue Maske? Wir werden den Zug mit dem Schwarzen nicht erwischen, wenn wir uns den Tunnel entlang bewegen. Aber es gibt einen anderen Weg. In Ordnung. Gehen Sie zur Polis? Nein. Öffnen Sie den Verbindungstunnel für mich. Aber der Verbindungstunnel ist eine Sackgasse und sehr gefährlich. Eine Sackgasse? Auf keinen Fall. Das ist unser Weg zur Polis. Machen Sie auf. Gehen wir, Artyom. Ich folge dir, mein Freund. Naja, ich gehe schon. Vorsicht mit den Generatoren! Wie du siehst, ist dies keine Sackgasse. Das behauptet die Führung der Hanse nur, um die Leute davon abzuhalten, diese Wege zu betreten. Moment. Ein unvorbereiteter Mann könnte sich hier schnell verlaufen. Oder sich sogar in sich selbst verlieren. Aber solange du bei mir bleibst, besteht keine Gefahr. Oh je. Ganz schön stürmisch hier. Die meisten Leute glauben, dass die Metro nur aus Tunnels und Stationen besteht. Ein lebloses und seelenloses Konglomerat, das nur von Menschenhand geschaffen wird. In der Metro gibt es einen besonderen Ort. Die wenigen Leute, die dorthin kamen, kehrten nie zurück. Ich nenne diesen Ort den Schicksalsfluss, denn er kann dein Schicksal verändern, den Schreck der Vergangenheit wegspülen und die Chance auf eine andere Zukunft. Wenn man in den Fluss geht, um eine solche Chance zu nutzen, weil man verzweifelt ist, dann wird man eventuell zu dem Ort in der Zeit getragen, wo einem diese Chance gegeben wird. Vergiss nicht, wir müssen den Schwarzen finden. Das ist das Einzige, was wir vom Fluss wollen. Okay. Die Metro ist ein lebendiges, atmendes Ding. Mit Herzschlag, Seele und Verstand. Jetzt wird's wieder düster hier. Obwohl, ich mach auch mal das Lämpchen an. So. Hier
Hier sollen wir runter. Ich gehe aber erstmal hier hinten hin. Vielleicht gibt es hier noch was. Ach, guck mal. Zum Beispiel einen Eintrag. Können wir hier mal durchlesen für euch. Und die nächste Seite auch noch. So. Da was Schönes dabei hier. Ja, tatsächlich. Ein bisschen Munition. Schadet nicht. So. Oh oh. Ich höre doch schon wieder was. Oh fuck. Hier müssen wir vorsichtig sein. Okay. Und ja, nichts liegen lassen hier. Es könnten aber ruhig mehr Filter hier rumliegen. Die brauchen wir ja auf jeden Fall. Oh, hier haben wir schon wieder einen. Ein verlassener Ort. Ist wahnsinnig verlassen, ja. Man merkt. Man merkt's, mein Freund. Man merkt's. Ist hier wehgetan? Alles gut? Okay. Au! Falls man das hört, hier wird gerade Rasen gemäht draußen. Aber die sind hoffentlich bald fertig. Dann stört das hier nicht mehr so in der Aufnahme. Aber das wird ja so ein bisschen gedämpft. Mal gucken, ob man das dann hört. Muss ich dann erstmal in die Aufnahme hören. Uah. Denn ich wohne ja quasi ganz unten und da habe ich so eine Wiese und diese Hausverwaltung. Hörst du das? Mach dich bereit. Oh. Besuch. Jede Menge Besuch. Ah. Alles gut, Dude? Ich glaube, ich muss doch eine andere Waffe nehmen für die. Nee, da. Die muss auch erstmal aufgeladen werden, damit die richtig reinhaut. So, haben wir sie jetzt? Ja. Einwandfrei. Ich hoffe nur, wir finden dafür auch Munition zwischendurch. So. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hier müssen wir durch. Oder auch nicht. Hier ist einfach nur ein Secret. Nehmen wir aber alles gerne mit. Bist denn du? John? Ja, ich weiß, du heißt nicht John. Aber guck mal, da ist was. Kann man manchmal einsammeln. Was ist denn der? Da hinten. Ich such dich hier stundenlang. Nur ein paar Monster, sonst nichts. Lass uns gehen. Wir gehen auch, aber erst in der nächsten Folge, Freunde. Morgen 17 Uhr, ihr wisst Bescheid. Bis dahin. Tschüss.